Hallo und herzlich willkommen bei uns den Dysons. Ja, ja, bei uns sieben. Wir sind sieben Schweizer Nerds, die zusammen mit Drachen, Dämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Ich sitze hier am Tisch mit Pascal, Mira, Kevin, Julian, Jasmin und Martina. Kevin, jawohl. Erzähl uns wieder was. Erstens noch einmal Swiss RPG. empfiehlt sich, wenn man so eine Gruppe sucht wie das hier. Freunde, die nicht die Gläser umstoßen und zusammen D&D spielen, geht doch da mal auf deren Seite oder direkt auf Discord. Da werdet ihr mit Rollenspielen verpflegt. Und dann noch das Grande Compendium. Von denen werden wir sicher noch was hören. Die machen für euch, wenn ihr selber DMt und in der Situation seid, dass ihr keine Illustrationen für eure wacky Kreationen seines NPCs oder Gegenstände, Waffen, Stifte, habt, dann könnt ihr da einfach eine ganze Kartensammlung erwerben. Link ist da. Hört sich doch gut an. Schaut mal rein. Sonst haben wir nichts weiteres mehr? Ne. Yep. Gut, dann wollen wir auch nicht weiter rumlabern und wieder eintauchen in eine Welt von Drachen und Verlüssen. Oh nein. Oh nein. Wir befinden uns im Berg, im Tjorn, genau gesagt in. Was war der Ort? Am Ende der kalten Adern, im Beginn zum ersten Eisfeld, in der Bergklippe drin. Klippe stimmt schon. Ja. Dort haben die Spieler zusammen mit ihren Begleitern ein sogenanntes Biwak aufgebaut. Sowie hat einer der Professoren, die sie begleitet, Magnus Celsius Radrastir, ein Leomunds Tiny Hut gemacht, das heißt auf Deutsch etwas anders. Kleine Hütte. Dankeschön. Sehr naheliegend, wow. Leomunds kleine Hütte, ein Zauber, der eine kleine Kuppel macht mit einem Radius von 3 Metern, wo 9 Leute gut drin Platz haben. Diese Kuppel hält alle äußeren Auswirkungen ab und ist ein gemütliches kleines Häuschen im Berg. Und um sie herum tobt gerade ein heftiger Sturm, während sie die eine Hälfte in den Biwaks an der Felswand ist und die andere im Tiny Hut. Ihr habt die Bühne, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind Patzer, Linus und Lia in den Biwaks, zusammen mit Rodrigo, Driss, Vanya und Kelvin, während Sven, Glut und Charlie im kleinen Häuschen, wie heißt es? In der kleinen Hütte, in Leomunds kleiner Hütte sind, zusammen mit Magnus Celsius, Fahrenheit, Professorin Fahrenheit und Ramit. Genau. Yay. Wir machen dort weiter. Okay. Ihr habt die Bühne. Ich würde gerne kurz zu Fahrenheit gehen. Okay. Sie ist bei euch. Ja. Hi. Sie ist gerade eine kleine Bettrolle am Ausbreiten. Mit ein bisschen Schlafsack. Ja, ein Schlafsack, der halt gedämmt ist, dass er im Schnee kein Problem ist. Sie baut sich ein kleines Schlafsack. Eine kleine Erhöhung, wo sie den Schlafsack drauf tut. Ein sogenannter Futon. Oh. Und sie schaut dich an und sagt:
Oui, wie kann ich dir helfen? Ich kann dir vielleicht helfen. Darf ich? Wieso? Por qué? Bist du nicht Französisch? ich habe das Gefühl, seit du runtergefallen bist, geht's dir nicht mehr so gut. Ich kann versuchen zu helfen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Würfel auf überzeugen. Bitte. 17. Okay, danke, es kann ja nicht schaden. Ja? Okay. Ich nehme ihr Gesicht und ich versuche, handauflegend zu wirken, um eine Krankheit oder ein Gift zu heilen. Weil vielleicht ist die Höhenkrankheit eine Krankheit. Guter Punkt. Ist die Höhenkrankheit eine Krankheit? Ja. Ist im Namen, ne? würfel trotzdem für mich kurz einen Medizincheck. Okay. Ich will auch sagen, ich bin immun gegen Krankheiten. Vielleicht willst du das nicht, dass es deswegen keine Krankheit ist. Ich meine, die Krankheit kommt wegen zu wenig Oxygen, Sauerstoff. Deswegen, ich glaube nicht, dass das Einfluss darauf hat. Ich lasse dich jetzt die Medizin. Okay. Medizincheck entscheiden. 13. Okay. Ja, sie verliert ein Level. Und du siehst, wie ihr Blick wieder klarer wird und sie sagt: Merci. Sehr gern. Wie ist dein Name? Comment tu t'appelles? Glut. Ich bin Glut. Ja. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Sie schenkt dir ein Lächeln. Du hast sie bis jetzt nicht so oft lächeln sehen. Aber sie lächelt dich jetzt an. Oh, wie schön. Ich verspreche, nächstes Mal werde ich besser versuchen, mich festzuhalten. Dann fallen wir vielleicht nicht. Das werde ich ebenfalls. Okay. Und ich würde rübergehen zu Vanya. Vanya ist in... im Bivak. Bivakzelt. Du gehst kurz durch den Sturm durch. Ja. Das ist sehr heftig am Winden. Und du kommst zu den anderen. Das gemütliche kleine. Ein kleines Feuer brennt dort. Oh. Und es wärmt dich. Hi. Hi, Glut. Hallo. Hey, Glut. Hallo, kleiner Kobold. Oh. Meine Mama macht das auch immer. Ah, ich mach das normalerweise, wenn ich gestresst bin. Oh nein, bist du gestresst? Ja. Oh je. Ich wollte auch nicht stören, aber ich habe was gemacht. Ich kann vielleicht Vanya helfen. Okay. Und dann das Gleiche. Darf ich? Ja, mach einen Medizincheck. Okay. 4. Kein Erfolg. Kann ich es nochmal probieren? Ich habe noch 5 Punkte. Okay. Geht's besser? Ja, ich glaube schon, ja. Ach, danke. Super. Danke. geht es dir gut? Ja, ich glaube schon. Ich meine, es ist schon sehr gefährlich hier. Und es ist hell und kalt und ich mag das beides nicht. Wenn wir schon von gesund reden, ich mache Good Berries 10 Stück. Mhm. Und ich gebe 2 davon an Glut. Aha. Ich gebe 2 davon an Patze. Oh. Und ich gebe 2 davon an Linus. Okay. Triss, als du die verteilst, zuerst Vanya sagt zu dir noch, nur eins, Glut war dein Name, ja? Ja. Pass auf und sprich vielleicht nicht mit den Schneemännern, ja? Okay. Den Schneemänner? Ich haben wir das habe gehört. Noch. Sie hat einen verrückten Blick, als sie das zu dir sagt. Ihr habt das alle gehört. Ja, sie ist nicht mega am... Was für Schneemänner? Weißt du, was das ist? Triss kommt und schaut das an und sagt... Möchtest du auch 2? Oh. Weißt du, wozu die gut sind? Die machen dich... ein bisschen mehr gesund, aber nicht einfach so essen. Ich muss mal kurz etwas nachschauen. Warum machen die gesund?
Nicht jetzt essen. Die Vitamine. Später. Die haben alle Vitamine und alle Mineralien, die du brauchst. Wow. Das sind Elektrolyte drin. Nein, Gatorade. Nicht jetzt essen. Aber wenn du verletzt bist, kannst du eins essen und dann geht's ja ein bisschen besser. Okay. Nein, nicht jetzt. Oh mein Gott, kannst du es hören? Ich habe es gerade wieder rausgenommen. Rodrigo sagt jetzt. Nein. No, Senor, ich mache eines. Du, es wird das, ich mache gutes Essen. Ihr müsst jetzt nicht euren Magen verderben. Es wird sehr, sehr lecker. Ja, gut. Ich habe es schon wieder rausgenommen. Triss sagt an diesem Punkt, oh, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euch nicht überisst. Ihr wollt nur so viel Energie hinzuführen, dass ihr genug habt, um mit dem Körper zu arbeiten, weil sonst wird die ganze Energie verbraucht für die Verdauung. Das wäre sehr schlecht hier am Berg. Wie weit geht es denn noch hoch? Wir sind etwa in einem Drittel. Es ist, dieser Punkt ist der höchste, den ich bis jetzt erreicht habe. Höher habe ich es noch nicht geschafft. Rodrigo auf der anderen Seite kann uns sicher mehr erzählen. Und Rodrigo. Sie? Ja. Ich kann mehr erzählen. Ich möchte aber noch mal vorschlagen, dass wir umdrehen. No? Nein, no, ich will nicht um. Ich wollte nicht. Nein. Niemand will sie umdrehen. Okay. Also als nächstes folgen die folgenden Etappen. Wir haben das erste Eisfeld. Sie, das erste Eisfeld. Dann das zweite Eisfeld. Das sind einfach von Eis überwachsene Felswände. Wir passieren dort den Gefrorenen. Der Gefrorene ist eine Leiche, die man nie bergen konnte. Es ist ein Wegweiser geworden, sozusagen. Oh, wow. Niemand weiß wirklich, wer er ist, aber er hängt dort schon immer und niemand hat sich je herangetraut, ihn loszuschneiden. Danach passieren wir die Eisbrücke, die über den blauen Schlund führt. Und wir kommen bei meinem letzten Punkt an, dem der Todesgoje. Klingt ja gut. Ja, die wurde so benannt wegen dem großen Desaster im 05 im letzten Jahr mit meiner Truppe. Dort habe ich alle meine Freunde verloren. Oh nein, wie schrecklich. Richtig. Was ist denn passiert? Wie soll ich das sagen? In der Todeskoje, wir wurden auf dem Weg von einer Lawine überrascht, mussten schnell flüchten. Einer unserer Mitstreiter hat es mitgerissen. Möge er in Frieden ruhen. Wir haben uns in die Todeskoje gerettet. Und in dieser mussten wir ausharren, weil ein heftiger Sturm angefangen hat zu wüten. Auf jeden Fall sind uns die Essensrationen ausgegangen. Und wir mussten dann einen weiteren. Wir mussten den Abstieg versuchen, weil wir hatten keine andere Wahl mehr. Wir hatten nichts mehr zu essen. Wir waren entkräftet. Ein paar von uns sind im Höhenwahnsinn verfallen. Ein paar hatten schon die ersten Probleme mit der Kälte. Und beim Abstieg ist dann ein Seil gerissen. Und ich war der Einzige, der es überlebt hat. Ich setze mich neben ihn. Ja, auf die andere Seite. Ah, es ist schon okay. Mir geht es gut. Patzer schaut ihn schockiert. Das ist so richtig. Das ist so nicht hilfreich. Ja, er macht einfach sein. Ja, dieses Mal sind wir dabei. Warum willst du auf den Berg? Wegen dem Leuchten. Warum? Das ist vielleicht etwas kompliziert für den Laien, aber wir sind keine Laien. Aber es ist nur, es leuchtet türkis. Das ist transmutatorisch.
Ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es ein sehr interessantes taumaturgisches Spektakel, das dort oben stattfindet, das ich dringend ansehen möchte. Darf ich da... Calvin nickt mit dem Kopf zustimmend. Also, ich würde da gern mal würfeln. Auf Insight? Auf Insight. Okay, würfeln. Aber mehr eigentlich um... Ja. Also, wann sagst du? Mehr um? Um herauszufinden, ob sie noch mehr irgendwie ein etwas mehr dahinter sieht. Mhm. Was was habe ich da? 14. Hm. 14. Nein, ja, ich glaube, oder du. Das ist, sie sagt definitiv nicht genug, über was sie sagen will. Ich meine, sie sitzt da und ist extrem nervös und stricken. Das ist so. Ja, du merkst das auf jeden Fall mit 14, die Nervosität und auch, dass ein bisschen etwas vorenthalten wird. Du sagst, du strickst, wenn du unter Stress bist. Hm? Auch als Hobby. Was strickst du denn? Einen sehr langen Schal. Oh, wow. Das ist wieder mal. Ich dachte, das passt noch, weil es hier so kalt ist. Das passt wirklich sehr gut. Es ist wahnsinnig kalt hier. Vanya sagt diesen Punkt. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, was der Schneemann in der Klippe gesagt hat. Hm? Ich glaube, wir sind alle in großer Gefahr. Der Berg, ihr versteht es nicht, der Berg lebt. Der Berg lebt. Er ist wie ein Leuchtfisch. Leuchtfisch? Das Licht, es leuchtet, es zieht uns an, es lockt uns an, um uns zu töten. Ich muss auch sagen, es heißt der Leichenberg. Ja. Du bist weißt nicht, ob das hilft. Ja. Tut mir leid. Aber es ist faktisch richtig. Aber Vanya, es ist doch jetzt gar nichts passiert. Noch nicht, na, aber fast. Nein, aber wir sind doch alle zusammen und alle zusammen sind wir besser. Es ist immer besser zusammen. Das stimmt. Ja. Ich bin zwar kein Kobold, aber ich sehe es trotzdem so. Ah, du könntest fast einer sein. Ihr wohnt mir zu weit unten, sorry. Rodrigo verteilt das Essen an diesem Punkt. Ihr stärkt euch alle ein bisschen. Ihr in der Kuppel habt nichts zu essen. Ich rieche Essen. Magnus Celsius sitzt einfach dort und meditiert. Können wir nicht schnell in die Kuppel, den Kopf in die Kuppel und sagen, ja. Essen fassen! Oh gut, ich hatte schon richtig Hunger. Ich auch. Okay. Nicht so viel essen, hat Triss gesagt. Ja. Du sollst nicht so viel essen. Okay. Weil sonst irgendwas mit der Verdauung. Celsius! Ja, oh, kein Wort. Celsius! Ramit! Celsius! Ramit steht auf und sagt: Ja, ich komme auch. Celsius! Celsius! Sitzt einfach nur. Celsius! Nein, nicht, lass ihn! Celsius! Aber du musst doch auch was essen! Celsius! Lass ihn! Lass ihn! Celsius! Wenn er nicht will, dann lass ihn! Celsius! Würfel einen Angriff! Nein, 12, sorry. Ohne Proficiency, ja. Auf 12. Celsius, ne? 12. Er hat die Augen geschlossen. Ja, du triffst ihn. Celsius! Du triffst ihn gegen den Kopf. Celsius! Er öffnet die Augen. Steh neben Glut und zeig auf sie. Ruckartig um und sagt: Möchtest du auch was zu essen? Es ist fürs Herz und den Magen. Gut. Und die Seele und den Geist. Weiß nicht, was du isst, aber es riecht total lecker. Könnt ihr mir etwas davon bringen? Klar. Dankeschön. Okay. Bring wieder in seine Meditation. Er wischt sich noch den Schnee. du bringst ihm ein Schälchen, ist immer noch am Meditieren. Ich mach den Schnee noch ein bisschen aus seinem Gesicht. Er packt deine Hand sanft, aber doch bestimmt und sagt, es ist okay. Danke für das Essen. Okay, tschüss. Die Ruhe weg. Gut, ihr alle stärkt euch etwas, was ihr noch machen wollt, bevor ihr schlafen geht. Also Patzer bedankt sich sehr ausgiebig bei uns. Ich
Ich würde dann die Flöte auspacken. Bei wem? Beim Rodriguez, der Essen. Ah, Rodrigo. Ja, Rodrigo. Weiß es zu schätzen. Ja, ich würde die Flöte auspacken und ein beruhigendes Lied spielen. Würfel auf Performance. Oh, zwölf. Gut genug. Okay. Ich lasse Linus spielen dieses Mal. Oh, das ist schön. Ja. Kann jemand vielleicht noch Rodrigo helfen? Ich glaube, ich habe seine Brille kaputt gemacht. Ist jemand gut mit den Händen? Nein. Achso, beim Spielen? Kein Problem mit den Augen. Okay. Ich könnte mal was versuchen. Rodrigo, gib mir mal die Brille. Gib sie dir rüber. Und ich mach Mending. Mhm. Okay. Und versuche zu reparieren. Du hältst die Brille und das Glas ist rausgebrochen, deswegen das kannst du nicht wiederherstellen. Aber haben wir es noch, oder? Ist es verloren gegangen? Nur ein Schnee gefallen wahrscheinlich. Ja, du das bisschen vom Holzgestell, das angerissen ist, reparierst du zwar, aber das Glas fehlt dennoch. Mhm. Ein Auge ist geschützt, das andere nicht. Er bedankt sich dennoch und sagt, danke. Wow. Reparo. Ja, stimmt. Wrong Universe. Okay. Vielleicht können wir noch irgendwie das mit Stoff oder so abdecken. Dann sieht das wie Ramit. Kannst du das stricken? Ich meine, ich hab... Ramit wirft dir einen bösen Blick zu. Mit einem Max Renni. Das war nicht böse gemeint, das war eine Feststellung. Du hast nur ein Auge. Ja, okay, das fair genug. So schlimm ist es. Max Renni überhaupt nicht. Ja. Er lächelt. Gekünstelt so. Wie können wir das mit deinem Stricksachen ein bisschen zu machen, aber wem seine Brille ist kaputt? Rodrigo. Okay, aber es ist nicht. Es ist es ist nicht eine Brille, um zu sehen, sondern gegen die Schneeblindheit. Okay. Du hast auch so eine. Es ist eigentlich so eine Brille mit diesen zwei kleinen Schnitzen mit einem verdunkelten Glas drin. Auf die große Brille. Aha, ja, ich glaube, mit deiner großen Brille hast du ja einfach einen Aufsatz, ja. Ich hätte gesagt. Cool. So ein Clip-on. Das Handgemacht. Hat vielleicht Rami eine Brille mit zwei Gläsern? Ja, wenn er nur ein Auge hat, kann man vielleicht... Jetzt hat das auf der falschen Seite. Ja, weil ich glaube, wenn wir ihn einfach rein... Der Art, wie Augen funktionieren, die tiefen Schärfe funktioniert ja nur mit... Ihr habt gute Argumente geliefert. Ramit zieht sein eines Glas auf und gibt es Rodrigo. Ja. Ihr fliegt es zusammen und seine Brille ist wieder intakt. Teamwork. Schon schreit es hier raus. Sehr nett. Gut. Wie geht es eigentlich, Vanya? Geht es schon ein bisschen besser? Bin ich ganz sicher, aber... Ich streichle den Kopf ein bisschen. Ich glaube, morgen wird alles gut. Sie ist eingeschlafen inzwischen. Okay. Ich kann morgen noch mal etwas probieren. Okay. Ihr solltet alle auch euch hinlegen. Ja. Es wird morgen sehr anstrengend. Die Nacht wird kalt. Wer von euch wird am meisten kalt haben? Was denkt ihr? Sven wahrscheinlich? Naja, ich glaube ich nicht. Aber ja, du nicht. Glut, du bist Kaltblüterin. Ja, aber ich glaube, in der Kuppel ist es ziemlich warm. Ja, dort ist es warm, ja. Von denen, die draußen schlafen, ich kann etwas machen. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen Sorge um Quentin. Oh. Ich habe keine Sorge um Dorian, gut. Aber er kann hier schlafen. Du bist drei Leute ist der, quasi, oder? Ich bin drei Leute. Und du hast einen Fuchs und Quentin und du. Ja. Das heißt, mehr Leute, die Wärme brauchen. Ja, beim Klettern hast du Dorian und Quentin beide immer auf dir. Dorian ist dann auf dem Rucksack. Ja, und Quentin ist im Rucksack, oder? Ja. Oder Dorian ist im Rucksack und Quentin in deinen Haaren. Okay. Wind. Dann hörst du immer ein Schnüffeln an deinen Haaren. Ist das eigentlich dein familiär? Sie schaut wie Quentin an. Quentin? Was? Mein was? Das Eichhörnchen, ist das... Nein, das ist ein echtes Eichhörnchen. Das ist ein echtes Eichhörnchen. Kein magisches. Nein, ist vom Baum gefallen, als ein Baby war. Er ist einfach nur doof. Er ist, ja, er ist keine Ahnung, er ist ein bisschen...
aber sehr nett. Wir mögen ihn trotzdem. Ja, wir mögen ihn ja sehr. Und Dorian macht so cooles Piu, Piu. Ja. Weiß ich, was Dorian ist? Ein Schneefuchs, also ein spezieller Schneefuchs. Okay. Du kennst diese Arten nicht. Mhm. Oder Würfel auf Natur. Eine 3? Nein, keine Ahnung. Nein, eine 6. Keine Ahnung, was für eine Art das ist. Spannend. Das ist ein richtiger Zoo, den du dabei hast. Du hast auch einen Vogel dabei, ja? Also er sitzt auf dem Horn und wie schaut dich an. Max. Max? Oh. Cooler Name. Er ist sehr kurz. Ja. Der Vogel oder der Name? Beides. Beides. Was macht dein Vogel? Oh, er ist, ich kann ihm Befehle geben und dann tut er, was ich ihm sage. Und er gibt mir immer Federn, wenn ich welche brauche. Die sind sehr schwer zu bekommen und trocken zu halten. Wenn sie noch einem lebenden Tier sind, dann sind sie viel einfacher. Das kann ich bestätigen. Ist er denn magisch? Ich meine nur, weil du... Ja. Oh. Verstehe ich nicht, aber klingt cool. So wie Dorian? Ein familiär. Ich sehe, ich bin wirklich... Ihr seid alles Magieanwender, aber ihr habt keine Ahnung. Wie wagst du es zu behaupten, dass wir keine Ahnung haben? Ich meine nur, ihr scheint nicht von Büchern gelernt zu haben. Und also von Titania habe ich sehr viel gelernt. Also ich hatte auch schon mal ein Buch über die Magie in der Hand. Ich habe es auch gelesen. Nein, hat er teils. 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 Doch, ich habe schon. Ich weiß, dass es verschiedene Stufen gibt. Es gibt den, zum Beispiel den Drittstufenzauber Senden. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Wow. Ja, da kann man antworten. Also ja, du kannst mit uns reden, als wäre ich ein Experte. Ah, ja. Das ist sehr gut. Genau. Nun ja, eine Familie ist etwas, das man aus dem Gewebe heraus, aus dem großen Netz herauszieht. Die thermaturgische Energie, die man dazu aufwendet, ist wirklich sehr komplex. Und man spricht von einer Prismologie, ja, Thermik, die sich die dann komplett Thermik, ausbreitet, ja. Und die, ja, bildet dann die Grundlage dieses Volkes. Ich glaube, ja, du hast bestimmt die Prismologie zu texten und scheint sehr begeistert. Und ich tue so, ich wiederhole die wichtigen Wörter und tue so, als wäre ich immer wieder zustimmend und sage dann am Schluss, bravo, ich hätte das nicht besser ausdrücken können. Da kann ich mich nur anschließen. Ich gehe mich mal hinlegen. Ich glaube, von mir braucht ihr ja nichts mehr. Okay. Gute Nacht, buntes Rudel. Gute Nacht. Was für ein aufregender Tag. Ich freue mich auf morgen. Also, Lia, übernachtest du hier draußen? Im Zelt. Ja, im Zelt. Okay. Nein, ja, im Zelt, ja, okay. Nicht draußen. Ja, ja, klar, das meinte ich. Einfach nicht in der Hütte. Nicht in der Hütte. Dann mache ich bei dir noch deinen Schlafsack warm, weil du, ihr seid drei Kreaturen, ihr braucht die Wärme. Dankeschön. Und ich mache dreimal hier. Und etwa der ganze oder der halbe Schlafsack wird schön warm. Ja, am Anfang ist er sehr wohlig warm, er kühlt dann irgendwann wieder ab. Ja, etwa eine Stunde und ja. Einfach zum besser einschlafen. Nice. Ich habe nicht alles verstanden, was du vorhin gesagt hast. Also eigentlich das meiste nicht. Wir können es nochmal wiederholen. Nein, danke. Okay. Aber wir haben so Dinge gefunden und vielleicht sind sie magisch und ich suche jemanden, der das vielleicht anschauen kann. Ich kann sie mir bestimmt anschauen. Sie richtet ihre Brille. Okay. Das ist ein Schwert, das ist ein Stab. Wie viele Ladungen hast du? Und ein Kästchen. Wie viele Ladungen hast du? Identify. Ich kann das Ritual. Zaufen. Okay. Und irgendwie das zweite Schwert ist weg. Das sind wir hatten zwei. Das ganz hab ich. Viele Dinge. Oh, kannst du es ja auch zeigen? Ich vermute, es wird das gleiche sein wie das andere. Oder? Gut. ein paar dieser Ringe sind definitiv nicht magisch. Sie hat 10 Minuten pro Ding. Ich weiß nicht, ob sie das mit einer Rast verknüpfen
kann. Weil wenn es so 20 Ringe sind, ist es so 200. Ja, ich hätte mal gesagt, so nein, zwei, drei Dinge, drei oder vier Ringe. Aber du merkst gerade, die sind nicht magisch. Okay. Du musst es gar nicht anwenden. Zwei Schwerter, ein Stab und ein Kästchen. Die beiden Schwerter gebe ich dir hier. Das Zauberkästchen ist nicht magisch, es ist aber ein Rätsel, um es zu öffnen. Wenn du möchtest, kannst du es versuchen. Das ist noch der Stab von Arnaldus. Ich mache keine Rätsel. Natürlich versucht sie es zu öffnen. Okay, dann würfel einen Nachforschen-Check. Der DC ist unglaublich hoch. Ja. Ich helfe ihm nicht dabei, aber ich atme in den Nacken, wenn sie das alles analysiert. Ich helfe auch nicht, aber ich tue so. Ja, sieben. Ihre Finger sind ein bisschen dieses Zauberkästchen ist sehr schwierig zu öffnen. Das ist der Intre. Ich meine, sie hat wie all die anderen Sachen angeschaut, sie ist nur dort am... Jetzt. Das ist ein Zahlenrätsel oder Spiel? Ja, es hat so mehrere kleine Drehverschlüsse und man muss die immer finden und dann wieder drehen. Und es ist sehr, sehr mühsam. Da kann man Teile rausnehmen und es ist so ein richtiges kleines Spiel. Willst du das noch probieren? Du bist ja auch sehr klug. Ja, das stimmt. Kannst auch auf Nachforschen. Ja, so ein paar gibt es so ein bisschen. Zögerlich. Will mir jemand helfen? Also nicht, dass ich noch am Schluss den ganzen Room alleine einsacke, oder? Vorteil. Danke, Lia. Also immer gerne. 7. Wow. Du hättest dir schon ein bisschen mehr geben können. Also ich denke, du hast mich hier ein bisschen auf die falsche Fährte geführt bei dieser Stelle. Die Schwerter sind nicht magisch. Mhm. Der Identify-Zauber erklärt dir dennoch die Features. Sie haben trotzdem Features, wie du hinten drauf siehst. Die Ringe habt ihr bereits identifiziert. Die habt ihr auf euch. Ihr habt euch ja noch nicht attuned. Noch niemand hat. Stimmt, wir haben noch diese Ringe. Wer sollten diese Ringe nehmen? Welche also Ringe haben gar keine magische. Die wir von Vasago. Da kann man die Plätze tauschen, bei Vas. Es hat mehrere Features. Ja. Sie hatte Milosch zuletzt und dann hat er sie mir gegeben. Ja, dann möchtest du sie haben. Ach, die beiden Ringe. Blut hätte die auch. Aber die sind identifiziert von Mina. Ja. Ich habe nur Ringe von König, den Amethystring und Jaderring und Garnet. Glutiert das Kästchen zurück, euch wir mal brauchen. Verstehe es nicht. Nein, die müssen so aufgeladen werden. Ja, die müssen einfach attuned werden von zwei Leuten. Aber wer soll das? Ein kleines Ritual. Nehmen? Ja, wer soll die nehmen? Die zwei, die Ringe anziehen, sollten sich auf jeden Fall sehr, sehr stark vertrauen, weil man kann mit so einem Ring jemanden richtig in die Scheiße stürzen. Wenn man es will. Mit dem Plätze tauschen Feature. Und man kann miteinander telepathisch sprechen. Wer vertraut sich denn am meisten? Ich vertraue euch allen. Ich auch. Und vor allem Sven. Vor allem Linus. Dann. Ja, vielleicht jetzt. Ich finde euch alle ein bisschen anstrengend, aber okay. Ich habe noch keine Meinung. Das haben wir schon viele aber Leute du hast gesagt. Darf ich mal eins von den Schwertern sehen? Ja, es sind äußerst interessante Gegenstände. Ich meine, die Schwerter, das sind einfach Schwerter. Kann man immer gebrauchen. Oh nein. Hätten wir doch jetzt einen Würfelflitzer. Zweimal selber, oder? Dann behalten wir eins. Und der Stab ist sehr spannend. Das ist ein Stab des Gift-Neutralisieren. Ihr könnt damit spezielle Zauber, witzigerweise wahrscheinlich auch Gift auf jemanden versprühen, aber sonst könnt ihr vor allem Gifte heilen damit. Oh. Das ist sehr spannend. Wo habt ihr das gefunden? Oben einem toten König. Ja. In den Katakomben. Ihr habt sehr viel mit Königen zu tun. Ja, erstaunlich. Ja, ganz viele. Sie gibt ja den Stab zu. Oh, wer will den? Was macht der? Was für Gifte? Dankeschön fürs Anschauen. Ist das Mindeste, was ich machen kann. Ich meine, ich sitze in einem Zelt, das ist schon sehr schön. Wie geht's deinem Kopf? Macht immer noch ein bisschen weh, aber... Oh nein. In Ordnung. Ihr merkt übrigens an diesem Punkt, dass ihr fast alleine inzwischen seid in diesem Biwak. Es ist eigentlich nur noch Triss da und Kelvin. Wo ist Manja? Manja und Jana gingen alle in den Dom, weil es dort angenehmer ist. Triss und Kelvin schlafen ebenfalls hier. Interessant. Wollen wir auch mal schlafen gehen? Sie haben sich beide hingelegt. Aber die Ringe.
Ja. Lea, ich glaube, das wäre vielleicht etwas für dich. Meine Ringe. Nein, Spaß. Also, ich habe die von Milos bekommen. Mhm. Aber Charlie hat ja seinen Familienring weggegeben. Ja. Und vielleicht könnte das der neue Familienring von Charlie sein. Oh. Und er kann ihn mit Linus verbinden. Aber ihr müsst ihn für die Gruppe verwenden. Okay, ihr müsst helfen. Ich würde es Charlie geben. Oh, Mobbing. No. Also, ich glaube, der Star wäre etwas für dich. Ihr habt beide einen Ring. Ja, ja. Ja, nein, die sind jetzt noch zusammen. Ihr müsst euch jetzt 10 genau. Minuten darauf konzentrieren. Eine Stunde. Ja, das ist das zweite Schwert. Nein, 10 das Minuten. Sieht so scharf aus. Ich habe einen Morgenstern. Steht da. Aber mein Turm geht eine Stunde. Was? Ich habe meinen Degen. Ich vertraue Schwerfall. Also, darf ich, ne? Ich meine, es ist toll. Wir können es auch hier im Berg lassen und dann kommen später irgendwelche Leute und denken, wow, ist ein Königsschwert. 10 Minuten mental auf vielleicht Lia, statt die Dolche. Was? Könntest du das Schwert benutzen statt die Dolche vielleicht? Ich mag meine Dolche eigentlich. Länger als ein gewöhnliches Langschwert. Habt ihr das alles Länge. Jetzt den Berg hochgeschleppt? Ja. Ja. Wieso sollte ich einen Stab haben? Kann ich das schnell out of game fragen? Ich bin ein Ranger, wieso sollte ich einen Stab haben? Du kannst mit dem Magie wirken. Mhm. Alles, was da draufsteht, wenn du dich darauf einstimmst, ich glaube, er braucht auch Einstimmung, kannst du das Zeug wirken. Mhm. Wo steht das mit der Einstimmung? Ganz oben, dort. Ach, ich glaub, ich unter dem Namen. Vielleicht auch auf der Rückseite. Ich kann es nehmen. Ich habe benötigt Einstimmung durch eine Person mit Magie. Wir können es auch jemandem schenken. Hast du Proficiency mit Langschwertern? Nö. Also, Frage, Langschwert, was sind das für... Ich habe nur einfache Waffen. Eine Leuchtstufe. Wer ist nicht dieser, ich habe ihren Namen bereits wieder, ich bin nicht so gut mit Namen. Langschwert ist Marshall. Dieser Dame, die ihr Schwert ist zerbrochen. Ah, Fahrenheit. Benutzen. Oh, ja, das stimmt. Vielleicht. Das ist eine gute Idee. Ja. Wessen Schwert ist zerbrochen? Fahrenheits Katana, nicht? Katana. Nein, ist nicht zerbrochen. Doch, ach so. Sie hat es doch eingerammt und dann ist es abgerutscht. Sie ist abgerutscht. Ah, okay. Ach so. Ah, okay. Das Schwert ist immer noch okay. Okay. Ja, ich meine. Wir können ja morgen mal fragen, ob es jemand haben will. Ja. Wollen wir schlafen gehen? Ja. Ja. Okay. Also, machen wir das jetzt mit dem Regen noch? Ja, machen wir das. Okay. Wie geht das? Okay. Ihr müsst euch 10 Minuten ganz fest darauf konzentrieren. Das steht auf der Rückseite. Hm. Auf der Rückseite des Ringes? Ja. Weißt du, mit dem kleinen Zettel, der dazu geliefert wurde? Ah, die Packungsbeilage. Genau, wo auf die Garantie draufsteht. Oh, Garantie. Okay, ihr zieht die Ringe ich beide ihr einen nicht. An. Okay. Linus und Charlie. Behalte die. Ihr zieht beide ihr einen der Ringe an. Habt die Fäuste dann aufeinander. Für etwa 10 Minuten konzentriert ihr euch darauf. Und nach diesen 10 Minuten lösen sich die Ringe voneinander. Und ihr hört an diesem Punkt die Stimme des anderen in eurem Kopf. Wow. Wow, das ist voll crazy. Wow. Immer? Sie können es bewusst steuern, aber am Anfang können sie es noch nicht steuern. Okay. Sie müssen sich ein bisschen daran gewöhnen. Hallo. Ich bin aufzugehen. Hörst du auf zu reden? Kannst du jetzt merken, wenn er zum Werwolf fährt vorher? Das ist gut. Oh, nein, hab ich nicht gesagt. Ich glaube, die schlafen alle. Ja. Scheiße. Guter Witz, Lea. Geht das auch mit? Sind das Gedanken oder muss es ausgesprochen sein? Was er hört oder was wir voneinander. Das sind Gedanken. Du hörst. Alter, das ist so krass. Du hörst zurück. Ja. Mega. Wie geil. Okay. Oh, ich hab mega Bock auf Fisch. Das hast du gehört, oder? Ja, das hab ich gehört. Ich hab Bock auf Fleisch. Oh. Ja. Essen. Ja. Stimmt. Oh. Während ihr euch daran gewöhnt, legen sich die anderen alle hin. Im legen Dom. Sich schlafen. Ihr habt die Gegenstände verteilt. Stimmst du dich auf den Stab ein?
Ist so schon, sonst nehme ich ihn. Möchtest du ihn? Du kannst ihn haben, ist okay. Er braucht Einstimmung, oder? Mhm. Mit Magieaffinität. Also, ihr habt jetzt beide schon, du zumindest hast zwei Objekte, wo du eingestimmt bist, das Tattoo und den Ring. Du hast das erste jetzt, du hast auch zwei damit. Da, nein, dann habe ich noch den Stab. Also du hast noch ein Tattoo. Hast du kein Tattoo? Doch, Fairpoint, Tattoo. Ja, genau. Vergesst eure Tattoos nicht. Wo schickt man denn die Attunements hin? My bad. Ja, ich muss das hier kurz öffnen. Gut. Und dann gehen wir in die Nacht über. In der Nacht bitte ich euch alle kurz einen Konstitutions... ihr alle, die draußen schläft, das sind eigentlich alle. Aber nein, im Dom? Ich bin im Dom. Der Dom ist voll. Was? Im Dom sind Rodrigo, Fahrenheit, Vanya, Ramit und Celsius. Das sind nur fünf. Dann hat es noch vier Plätze. Eins, zwei. Also ihr zwei habt weniger Probleme mit der Kälte, oder? Wir zwei. Mega. Wir haben keine Probleme mit der Höhe, aber okay, ja, die Kälte bin ich nicht ganz... Also ich meine... Ihr werdet es rausfinden. Wir können auch wechseln. Ich habe keine Resistenz dagegen, nix. Sonst gehe ich auch noch in den Dom. Weiter. Okay, dann haben wir im Dom Charlie, Glut, Sven und... Jemand kann noch? Ja, also es macht Sinn, wenn wir zusammen im Dom sind. Ja, voll. Okay. Ihr zwei im Dom, Glut und Sven ebenfalls, dann Patzer und Lia. Hab macht ich. Ein Vorteil, weil Charlie mein Schlafsack? Nein. Mach für mich einen Konstitutionsrettungswurf gegen die Kälte. Hilf. Ich glaube, das ist. 16. Ich habe nach K gesucht. Das ist aber mit C geschrieben. 16. 16? Ja, ja, das reicht. Dann würfel ich kurz für Driss. Sie hat aber Fell, oder? Keine Rolle. Sehr, sehr klar auf dem Berg. Hast du sie gestreichelt? Nein. Kein Problem. Noch und für Kelvin rolle ich es gar nicht. Weil ich ja klein bin. Ja. Patzer würde noch ihrem Vogel, also Max, sagen, er soll doch zwitschern, wenn irgendetwas passiert. Ja, das ist gut. Eure Tiere sind in eurem Check mit eingerechnet. Sage ich jetzt einfach mal so. Weil sonst wird es sehr akribisch. gut, ihr wacht dann am nächsten Morgen auf, um euch wieder aufzumachen. Das war warm. Es ist schnell alles wieder zusammengepackt. Und ihr steht dann in der Morgensonne wieder im Berg. Wieder in den üblichen Seilschaften oder will jemand wieder wechseln? Nein, aber kann ich zuerst noch zu Vanya gehen? Ja. Und ich caste Lesser Restoration auf sie. Lesser Restoration, okay. Ein Level ist removed. Der Schlaf hat auch nicht geholfen. Nicht geholfen, nein. Schade. Das Lesser Restoration hilft ein bisschen, ihren Kopf zu klären. Sie bedankt sich und sagt, oh, viel besser. Danke. Schön. Ich weiß nicht, was los war mit mir. Oh, ich bin zu Dank verpflichtet. Keine Ursache. Okay, wir machen uns wieder auf. Folgt mir, Seilschaften. Und sie klettert die beiden Eiswände hoch, macht wieder die Nägel rein. Mhm. Und diese. Wow. Und die so Nägel sind bereit. Ja. Erste Seilschaft. Macht mir in der Reihenfolge Glut, Patzer, Rodrigo, Fahrenheit einen Klettercheck. Das ist mit Vorteil. Mit Vorteil? Athletik. Athletik. 15. Okay, kein Problem. 5. Okay, ihr beginnt gerade loszuklettern, als Patzer stürzt. Oh nein. Würfel mir einen 20-seitigen Würfel. Nicht 100. 100, ja, tut mir leid. Okay. Danke. Da. 57. Okay. Athletik, Saving Throw von dir. Also Stärke, Saving Throw. Ja. Bitte. 16. Du alleine hältst Patzer ohne Probleme. Aber vom Schock Patzer mach sofort einen Höhenkrankheitscheck. Das ist Constitution. Das ist Weisheit. Ah, safe oder einfach poor? Safe.
20. Kein Problem. Du erholst dich vom Schock ziemlich schnell. Ich würfel kurz noch für die anderen beiden. Wir haben einmal Rodrigo, der Klettererfahrung hat und ziemlich gut darin ist. Na klar, Sven. Den hab ich hier. Du bist die Beste. Für dich immer. Ja, kein Problem. Und danke. Dann noch für Fahrenheit. Sorry. Natural 20. Ja, ihr alle klettert das erste Eisfeld ohne Probleme ab. Extra vorsichtig. Dann haben wir die zweite Gruppe. Das wären Ramit, Sven, Celsius und Charlie. Ich würfel kurz für Ramit. Kein Problem. Sven? Athletik, ja? Mhm. 9. Würfel einen D100. Übrigens hätte ich wieder so gemacht, dass Celsius vor mir geht und ich zuletzt. Mhm. 99. Nice. Sehr gut. Du gibst Ramit einen Vorteil auf den Strength Save. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ist gut. Nice. Könnte aber trotzdem knapp werden. Ramit habe ich hier. Das Essen liegt mir noch im Magen. Du hast eine 5 gewürfelt. Nein, 9 habe ich. Eine 9, dann schafft es. Kann dich halten. Fünf wäre knapper gewesen. Dann der nächste in der Reihe wäre, glaube ich, Charlie. Celsius hat schon gewürfelt? Ah, Celsius zuerst, ja. Celsius würfelt. Kein Problem. Klettert ziemlich gut für diesen komischen Typen. 13. Auch kein Problem. Okay. Auch hier durch passiert das erste Eisfeld. Linus. Guidance. Am Anfang, wenn sie losklettern, kannst du Guidance geben. Danach aber nicht mehr, nein. Danach nicht dann mehr. Komm ich ja nicht. Du bist ja ganz am Schluss. Genau, ich kann niemanden mehr anfangen. Also sehr mir geschickt. Selber könnte ich aber. Du kannst alle, wenn sie losgehen. Nein, es ist Concentration. Achso. Achso? Ja. Mhm. Oh, eine Minute. Oh. 25. Kein Problem. Dann Celsius. Nein, sorry, jetzt bin ich verrutscht. Vanya. Mhm. Kein Problem. Kelvin. Knapp, aber auch gerade so. Und Lia. Athletik. Ja. 17. 17. Kein Problem. Erste Eisfeld passiert. Wir passieren das zweite Eisfeld. Das Ganze nochmal. Wer, also wir waren jetzt schon einen Tag und ein bisschen unterwegs. Von wem hat Charlie das Gefühl, dass er oder sie am schlechtesten klettert? Von diesen Leuten? Mhm. Haben wir hier... die wir Kopfhörer gefunden haben. Ja, ich glaube, sie ist ein guter. Fledermaus Girl over here. Die vorhin abgestürzt. Ja. Ich meine, to be fair. Ganz ehrlich, Magnus Celsius und Professorin Fahrenheit sind beide auch nicht besonders gute Kletterer. Okay. Die Magier. Aber Patzer mag ich am meisten von diesen Leuten. So, okay, ich, bevor ihre Gruppe hochgeht, schnell zu Patzer. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht lange, aber du musst wissen, ich glaube an dich. Konzentriere dich immer auf die Wand. Du schaffst das hoch. Ist gut? Okay. Du schaffst das. Dann Glut als erstes. Wir sehen uns oben. Okay. Du bist inspiriert. Ja, Patzer ist 12. 12. Okay. Sie ist böse. Du beginnst. Glut. Ja, du hattest einen Fehlschlag. Scheiße. Du beginnst loszuklettern. Und gerade als du den Nagel einhauen willst, rutschst du ab. Würfel mir einen D20. Einen D100, tut mir leid, ja, jedes Mal. 68. 68? Yeah. Du verlierst einen Handschuh. Nein! Nicht mein Handschuh! Und ein kalter Wind erfasst dich gerade. Oh nein, auch noch! Mach einen Kältecheck. Konstitutions-Saving Throw. Ah, nein, nicht Vorteil, sorry. Ja. Äh, 13. Ja. Du schaffst es gerade so, die Kälte abzuschütteln. Du schaffst
Nein, du fällst ja trotzdem. Du verlierst einfach einen Handschuh dabei. Niemand ist hinter dir, die anderen, du hast dich... Ne? Sind nicht alle hinter dir? Alle sind hinter mir. Ja, ja. Was hast du gewürfelt? Eine 12. 12. Ist ziemlich harmlos, aber vom... Als du beim nächsten Haken einem darunter ankommst, wirst du gegen die Wand geschleudert und du nimmst 2 Schaden. Alles okay. Bist du dir sicher? Da, ja, ja, es ist das kalt. Patzer, du bist dran. Plus den D6. Oh. Das ist 13 minus 2, 11. Du hattest auch schon einen Fehlschlag, weil ganz am Anfang, den rechne ich dir mit ein. Auch du, würfel mir ein D100. Ihr wollt immer hochwürfen beim D100. Ach so, 36. Nein, ein hoch. Hoch. Ja, 63. Ich kombiniere das gleich mit dem von Glut. Als Glut oben abstürzt, bist du gerade am Klettern und du wirst am Seil gezogen, weil sie nach unten fällt. Und du bist gerade mit dem Fuß in einer Felskante und als du nach oben gedrückt wirst, knickt dein Bein leicht um. Jesus. Tut mir leid. Jesus. Was hast du gewürfelt? Eine 12? 11. Eine 11. Auch das ziemlich gut. Also nur einen Schaden. Ja. Aber deine Bewegung wird um 10 Fuß reduziert. Oh, schön. Und du hast Nachteil auf Initiative und Dexterity-Rettungswürfe. Zum Glück habe ich Bären verteilt. Bären. Auf Initiative und Dex-Saving Throw. Wie viel Schaden war es? Einer. Ja, weil du hast ziemlich hoch gewürfelt. Entschuldigung! Das ist schon okay. Dann haben wir als nächstes in der Reihe Rodrigo. Rodrigo klettert mega gut. Bam. Fahrenheit. Der Experte. Klettert ebenfalls mega gut. Und dann die nächste Gruppe. Ihr kommt gerade oben an und seht jetzt die Schneebrücke vor euch. Eine Frage, würden wir den Handschuh sehen an uns vorbeifliegen? Er wird gerade vom Wind erfasst und weht nach weit weg. Okay. Kannst du mir an einen Handschuh strecken? Ja, ich glaube, ja. Okay. Wow. Ja, Ramit geht voraus. Mhm. Natural 20. Ich habe eine 20 und eine 1 gewürfelt. Oh. Sven? Auch 20, aber nicht natürlich. Sehr gut. Celsius. Celsius hatte schon mal einen Fehlschlag, oder? Nein, Celsius hat noch keinen Fehlschlag. Celsius schafft es also gerade knapp. Natural 20. Auch kein Problem. Auch ihr kommt oben bei, wie hieß der Ort noch? Schneebrücke. Der blaue, beim blauen Schlund und der Eisbrücke an. Dann haben wir die letzte Gruppe noch. Geht es allen gut? Linus, du gehst voraus. Ja, ja. Jawohl. Ja. Haben wir jetzt die Gefrorenen irgendwie unterwegs gesehen? Das war easy. Zu dem komme ich gleich noch. Ach so. Habe ich vergessen. Ich wickel dir meinen Schal um. Ah, Glut, das ist ja... Den habe ich nicht mehr, oder? Moment. Ich mache den Schal noch schön warm. Ach, der ist wie lange denn? Das ist für eine Minute. Nein, das ist weg, eine Minute. Es geht länger als 10 Minuten. Das eine... Die Passierung des ersten Eisfelds geht etwa eine Stunde. Und des zweiten wieder eine Stunde. Ja, up to one minute. Eine 7. Eine 7? Oh, würfel ein D100. Nein! 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 Eine 1. Okay. Eine 1. Ich hang am gleichen Seil. Linus. Oh nein. Gerade als du oben ankommst, du bist der Vorderste, oder? Aber ist das nicht eine 10? Also wäre das ein 0? Nein, das ist eine 1. 0-1. Das ja. Ist eine okay. Linus, du bist gerade zuvorderst am Klettern, haust einen Nagel nach dem anderen, hast gerade einen eingehauen, bist nicht weit darüber und dann rutschst du ab. Und gerade als du das Gefühl hast, das Seil spannt jetzt, hörst du ein... Wo habe ich es hier? Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab's nicht drin. Oh nein. Du hörst das Seil reißen und siehst dich im freien Fall an allen vorbei fliegen. Sehe ich, kann ich. Du levitierst ganz langsam, bist aber ziemlich weit weg von der Felswand gerade. Oh, ihr seht ihn ganz langsam an euch vorbei. Oh, liegen alle, die darunter sind. Das kann beinhaltet ich die Hand nur Hilfe! Vanya, Kelvin und Lia. Kann ich die Hand ausstrecken? Komme ich bis zu ihm? Ja, aber ich lasse zuerst Vanya, weil sie ist noch vor dir. Sie sieht dich in der Felswand. Ich glaube, für sie ist es ein bisschen zu schnell passiert. Kelvin mit seiner Körpergröße
glaube ich, ein bisschen zu klein. Ich sage trotzdem, er versucht, dir ein Seil zuzuwerfen. Blauer Junge, hier, fass das Seil an. Natural 20. Oh, nice. Du hast das. Nein, du packst das Seil. Der, er zieht dich rüber, packt dich so und drückt dich an die Felswand. Alles gut, alles gut. Ja, alles wunderbar. Ich würfel mir kurz einen Kältecheck. Zum Glück ist das weil Linus du so frei passiert. In der Luft warst. Oh. Natural 20. Oh. Kein Problem mit der Kälte. Oh mein Gott. Ich würde gern dann, irgendwer muss die, das ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Okay. Wir haben wieder mal. Magnus Celsius hilft dir, dich wieder einzuklinken. Ich mache kurz weiter. Vanya klettert. Schafft nur Vanya? Ist sie mal abgestürzt am Anfang? Nein. Nein. Gut, dann. Doch, eine Eisfälle ist sie eingebrochen. Ah ja, sie ist eingebrochen. Ja, sie ist eingebrochen. Ah, das ist aber nicht das Gleiche, das ist Balancieren. Ah. Nicht klettern. Okay. Gut, und dann haben wir Kelvin. Kelvin, kein Problem. Wenn ich jetzt noch levitiere, dann würde ich mich. Sie helfen dir wieder nach oben Felsmann und du kannst dich oben wieder einklinken. Den anderen helfen Lia noch. Ich helfe, mich reinzuziehen. 15. Okay, hast du kein Problem. Ihr kommt alle langsam oben an. Während ihr hochklettert, seht ihr ein bisschen an der Seite etwas baumeln. Und als der Wind es ein bisschen dreht, seht ihr dort ein gefrorener Bergsteiger am Seil hängen. Oh nein. Oh nein. Der Gefrorene. Genau. Er sieht, er hat einen Rucksack an, der ziemlich voll aussieht. Wie weit weg ist der? So gemein. Schon ein paar hundert Fuß wäre ein Klettercheck. Ich levitiere immer noch. Für die Distanz. Ich hätte gesagt, du schaffst es hin. 10 Minuten halt levitieren. Du schaffst es hin, aber vielleicht nicht mehr zurück. Kannst es versuchen. Aber es ist die Fläche dort, er ist an einem Überhang, wo er hängt. Und es ist extrem schwierig, du müsstest eigentlich überhängend klettern. Kann dir sonst auch helfen? Kannst du? Ich kann dir schon nochmal fliegen geben. Soll ich es probieren? Was geben? Fliegen? Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut du rollst. Es schwebt schon. Aber ja, nachher nochmal. So die schlechten habe ich jetzt gemacht. Ich meine, sobald er dort ist, kann ich es nochmal auf ihn zaubern. Nein. Ja. Wo ist Risiko? Wie weit ist die Distanz für Fliegen, für Schweben? 60 Fuß. Können wir vielleicht ein Seil so anmachen, dass ich wieder so rüber laufen kann? Ja, schwierig. Wie wäre es, wenn du erstmal hochkletterst und wenn du 60 Fuß hoch bist, dann zaubert sie nochmal Schweben auf dich? Und ich kann auch helfen vorher. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein Überhang im Berg, wo der hängt. Ja. Also wenn du jetzt hochkletterst und dann versuchst, zu ihm zu schweben und du schaffst es nicht, an ihm vorbei, dann gibt es fast... Dann kannst du nicht wir machen ihn an einem Seil an. Ich kann mich ja schon sichern. Irgendwie. Okay. Wir machen Linus an einem Seil. Ihr geht alle nach oben. So um den Bauch, oder? Ja, da kannst du ihn wie so einen Luftballon. von oben aus sichert ihr Linus mit dem Seil. Du wirkst nochmal levitieren. Können wir es festmachen im Boden oder so? Das bringt zusätzlich fest. Okay. Ich wege die Eidens. Okay, dann mach mir einen Athletics-Check mit Vorteil. Wegen Levitate und Guidance. Und Guidance. Der DC ist sehr hoch. Aber... Oh. Nö. Was hat er gewürfelt? 2 Zweien? Oh. Okay. Das bedeutet, was macht das? Athletics. Ja. Du hast noch die 4 ja, von Guidance. Ja, das wären plus die 4 von Guidance. Das ist das Maximum. Hast du jetzt schon das auf ihn gezaubert? Eine 9. Okay. Du beginnst gerade loszuklettern, als du ausrutschst und wieder nach unten fällst. No. Zwar langsam, aber wieder die Felswand ist zu weit weg. Und ist du das mein Zauber? Haben wir nicht einen Seil angehen? Weil dann kann ich ihn einfach, ich kann ihn bewegen. Ach, wirklich? Ja. Du kannst die Richtung, es ist nicht einfach immer nach unten. Nein, das ist Federfall, also Federfall. Ja. Schweben kann ich einfach hoch oder runter, nicht seitwärts, okay. Aber hoch und dann, runter. Ja. Das ist wie so... Das
Wow. Reicht das? Du machst das super, Linus. Glaube okay, an dich. Linus, du schwebst wieder ein bisschen nach oben. Bis hin zu der Leiche, die dort hängt. Linus, Beste. Siehst diesen gefrorenen Bergsteiger. Eiszapfen überall an ihm. Du siehst auch das Gesicht noch. Jetzt bin ich rangekommen. Hallo, Mikrofon. Das Gesicht ziemlich gut erhalten, ein junger Bursche. Oh. Tut mir leid, aber ich glaube, du brauchst das nicht mehr. Nimm den Rucksack ab oder ich probiere ihn abzubrechen. Würfel auf Stärke, Athletik. Ich habe gesagt, Linus Beste, das war eine Inspiration. Was, Linus Beste? Ja. Zählt das? Was? Ich habe vorher gesagt, Linus Beste, du schaffst das. Du hast nicht gesagt, dass es eine Inspiration sei. Ja. Wolltest du, dass es eine Inspiration sei? Ja, nicht schon. Okay, ja. Ich habe den Würfel schon in der Hand. Ich vertraue dir, ja, dann nimm die Inspiration. Okay. Würfelgötter, bitte. Gib mir den zweien, Mann. Du bitte? Schon wieder? Nur zwei? Da ist Jail, Kevin. Nochmal Athletics, oder? Stärke. Mhm. Zehn. Zehn. Der Rucksack ist festgefroren an diesem Körper. Du rüttelst ein bisschen daran. Funktioniert nicht. Du hörst ein paar der Eiszapfen, die abbrechen und nach unten fallen. Kannst du nicht den ganzen Körper? Ich schneid das Seil oben ab. Ich habe nicht mehr so viel. Du hast noch etwa 5 Minuten. Gut, habe ich die Schwerter. Nimm das eine Schwerter. Okay, ich halte den jetzt. Okay. Götter, bitte. Mach einen Angriff auf das Seil. Ja, es ist ein DC. Immerhin. Was mache ich da dazu? Einfach einen Angriff. Einfach eine 16. 16? Ja, kein Problem. Schneidest das Seil durch. Okay. Hältst ihn in der Hand, schwebst immer noch. Du bestimmst ein bisschen, welche Richtung. Ein bisschen runter, damit ihr ihn einfach... Ja, und die beginnt an ihm zu ziehen. Den Luftballon. Ich sag trotzdem, weil am Anfang so ein mega Fail war und weil du mit dem Seil, mit dem Rucksack Probleme hattest, es hört auf zu wirken, bevor er bei euch ist. Und ihr müsst alle einen Strength Save machen. Also ja. Oh boy. Haben wir Vorteile oder ich hab so? 17, 15. 17, 15, 32. 12. Das sind minus 1. 2. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Minus 1? 2. 46. Kelvin hilft euch noch mit. Natural 20. Hilft ebenfalls mit. Und gemeinsam schafft ihr es gerade so. Aber Linus, du klatsche voll an die Wand, oder? Wow. Ich halte sowieso nicht das Seil. Und ich gebe dir dafür gefährlichen Schaden. Gefährlichen Schaden? Oh yeah. Ich hoffe, den Scheiß lohnt sich. Du findest einen Schuh. Einen Handschuh. Was kommt jetzt? 23 Schaden. Oh. Als du voll gegen die Felswand klatschst und du spürst das Blut. Das tut mir so leid. Das habe ich mir anders vorgestellt. Kevin, ja, hochziehen, zieh ihn hoch. Gemeinsam zieht ihn hoch. Halt ihn gut fest. Du kommst oben an mit der Leiche des Bergsteigers. Okay, wer will ihn heilen? Kann ich Rodrigo ein bisschen mitnehmen, dass wir woanders hinschauen? Das ist dir. Schau dir mal diese Wolken an. Vanya, als du oben ankommst, wirkt sofort ein Cure Wounds auf dich. Immerhin. Das tut mir so leid. Hast jemand gerade auswendig, wie viel Cure Wounds? 1d8 plus ihren Spellcasting Ability. Lass mal den Kerl von mir wegnehmen. Lass mal den Toten los. Nimm du den Toten. Linus. Ich will... Lass uns noch ein bisschen tanzen. 9 bekommst du zurück von Vanya. Und von mir 7. Oh, und du hast noch 2 Good Berries. Oh ja. Aber die nehme ich noch nicht. Und du kannst nur eins Good... Nur eins Good Berry. Du kannst nur ein Good Berry pro Zug. Ja, nein, aber... Ja. Weil das habe ich letztes Mal falsch gemacht. Von mir bekommst du eine Tonne Panik. Und?
Super, cool. Was? Sehr super. Das war so dumm. Ja, aber was haben wir bekommen? Ja, was haben wir bekommen? Im Nachhinein gedacht, wir hätten ihn einfach auch runterschießen können. Und dann? Oh. Nein? Hä? Ja, du hättest mit dem, vielleicht mit dem Pfeil das Seil abschießen können. Ja, und dann mit Levität. Aber ich möchte ihn doch bitte. Dann wäre er ja zu uns hinunter. Hallo, oder das war mein Mensch. Können wir den bitte bestatten, okay, ein bisschen? Ja, klar. Ja. Ich finde es gut, dass du den Ganzen mitgenommen hast. Das wäre sehr unschön, wenn er immer noch hier hängt. Das habe ich auch gefunden. Es tut mir so leid. Ja. Alles okay, ich lebe. Danke. Du lebst ein Blues. Okay. Wollen wir ihn hier im Schnee bestatten? Ja. Ich möchte nachher den DM fragen, ob ich einen Gott kenne, der irgendwie für was Toten mit Beerdigungen oder zu dem man betet für die Toten oder so. Ein Totengott. Passend wäre hier die Schneekönigin, Ulla. Ulla. Ja. Oder passend wäre auch Kataris. Das ist die Höhlenkönigin. Ist ein bisschen in der eine Königin, eine Göttin des Todes. Ja. Was meinst du, Lia? Was passt am besten? Ich mache ein Gebet mit Arlen. Okay. Geht das? Ich liebe alle Götter. Sicher geht das. Wow. Okay. Also, oder? Es geht schon dir. Ja. Ich kann einfach ein Gebet sprechen. So. Ihr durchsucht den Rucksack. Ja. Ich sag, die anderen, die meisten gehen schon ein bisschen voraus, aber nicht zu viel. Kelvin bleibt derweil bei euch. Im Rucksack findet ihr mehrere Tränke und ihr seht auch die Brille, die er anhat, ist sehr speziell. Es ist nicht die gleiche Brille, die anderen, die gleiche Schneebrille, sondern ein bisschen anders. Es hat 4 Tränke. Du machst Ritual. Ja, ich kann das so. Wenn wir Zeit haben, 40 Minuten. Oh, wow. Das machen wir wirklich später. Ja. Wie ihr möchtet. Die anderen werden vielleicht ein bisschen genervt sein, wenn ihr 40 Minuten Zeit habt. Gibt es einen Trank, den ich vielleicht erkenne, einfach vom Aussehen? Mach einen Arcana-Check. Irgendwas muss die Schule ja genützt haben. Ja, 19. Woo! Nee. Ah, das kenne ich, das sind 2 Heiltränke. Oh. Sie hat es los. Mir geht's wieder okay. Ich da schon. Schlimmer. Sie drängt in dir auf. Ich nehme noch einen. Also, du willst? Die werten Herren und Damen, würdet ihr euch bitte auch uns anschließen? Wir wollen weitergehen. Ich muss noch schnell was sagen. Für den Toten. Sonst unhöflich. Mhm. Auf jeden Fall. Natürlich. Okay, im Namen von Asmo und Ulla und Kataris und Aurelien möge die Seele dieses Wanderers in Frieden ruhen und seine Angehörigen Frieden finden. Das reicht, wir können gehen. Amen. Nein. Oh. Bald das Universum. Hast du gerade das Gebet beendet, merkt ihr alle, wie es windstill wird. Oh. Das ist nicht gut. Das habe ich nicht gemacht. Das war nicht ich. Ja. Aber wir sollen schnell zueinander zurück. Ja, ich denke auch. Okay. Die Brille untersuchen wir später. Ja, würde ich das auch irgendwie als böses Omen feststellen? Mit dem Wind? Mit dem Wind? Nein, das ist dir nicht wirklich ein Begriff, weil das ist ja ein bisschen okay. Ich und Rodrigo schließen auch auf mit den anderen. Okay. Also, wir haben noch einen letzten Blick auf den Toten. Und dann. Ja. Gut, sorry. Ihr macht euch auf Richtung Eisbrücke und Blauen Schlund. Ihr seht dort vor euch diese massive Wand mit einer kleinen, ziemlich weit oben, schon ein paar hundert Meter, was wahrscheinlich die Todeskoje ist, die letzte Höhle von dem letzten Bergsteigerteam. Die Brücke, die darüber führt, und die Eiswand davor. Die Brücke ist ziemlich schmal. Die anderen sind schon dort. Geben euch ein Zeichen. Trish sagt, wir haben gerade noch kurz ein Paket von Madame Bechas Fahrenheit gesichert, das sie hier hochgeschossen hat. Wir haben also wieder ein bisschen mehr Proviant. Ich habe das Gefühl, es sieht schon wieder ein Sturm auf. Und deswegen
sollten wir diese Brücke passieren und noch schauen, ob wir vielleicht das dritte Eisfeld noch passieren können. Ja, wäre gut. Ja. Ansonsten denke ich, dass wir die Todeskoje als Schlafplatz benutzen sollten. Das ist ja kuschelig. Rodrigo sagt, no, por favor, ich bete euch an, nicht die Todeskoje. Por favor, bitte nicht. Kennst du denn einen anderen Ort? Nicht, wir können nicht in die Todeskoje. Was, warum denn? Es ist ein schlechtes Omen. Das war der Anfang des Endes für meine Gruppe. Ich will nicht das Gleiche wiederfahren. Es wiederholt sich sonst. Lasst sich das nicht wiederholen. Por favor. Okay, dann schauen wir, dass wir schnell das dritte Eisfeld noch überqueren können. Ja. Und dann machen wir oben was. Dann gehen wir los. Okay. Ja. Noch in eurer Seilschaft, sagt, sagt Driss. Gut. Wer möchte als Erster drüber gehen? Wir waren schon lange nicht mehr erst. Okay. Ramit, Sven, Celsius und Charlie, ihr geht über die Brücke. Mhm. Dann haben wir zweite Gruppe. Ohne Problem. Ohne Problem. Es ist eine schmale Brücke. Gut. Ihr geht sorgfältig rüber. Ihr hört ein bisschen das Knarzen unter den Stiefeln. Wollt ihr oder sollen wir? Egal. Geht. Wir waren vorhin die Ersten. Also, dann lass uns gehen. Dann gehen wir. Okay. Dann folgt. Geh voran. Linus, langsam. Linus, Vanya, Kelvin und Lia ebenfalls über die Brücke. Wow. Ihr schafft es ebenfalls auf die andere Seite. Genau. Und dann die Letzten. Driss, Ramit, Sven, Celsius und Charlie. Nein, wir. Oh, sorry. Ja, ich Idiot. Driss, Glut, Patzer, Rodrigo und Fahrenheit. Können wir die Brücke noch genauer anschauen? Einfach. Ich glaube, Patzer würde sicher ein bisschen... Würfel auf Investigation. Das ist ein bisschen... Oh, Jesus, Maria. Die Götter. Neun. Die Götter. Sollte halten. Die wird sich hier das, halten. Ja. Okay. Ich sag nichts. Ihr geht rüber. Und es scheint, die Brücke hält. Dann seht ihr einen riesigen Eisballen, der auf euch zufliegt. Oh, oh. Und oh, fuck. Würfelt für Initiative. Oh, no. Ich zaubere kurz die Map herbei, dann machen wir die Initiativen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Für just die Map. Sick! Ist das geil? Alter! Oh mein Gott! Wir haben die Initiative ausgewürfelt. Ich brauche zuerst einen Safe von Patzer und von Rodrigo. Oh nein. Oh nein. Was für ein Safe? Einen Dexterity. Mm. Oh. Hier wieder Start. 17. 17. Rodrigo würfelt. Oh nein, nicht Rodrigo. Oh, Rodrigo. Eine Elf. Oh no. Okay. Poor boy. Der Stein vom Yeti geworfen fällt hier nach unten. Zerstört die Brücke. Du schaffst es gerade noch, dich hier rüber zu retten. Rodrigo fällt nach unten. Oh nein. Und ihr habt keine Ahnung, wo er ist. Oh nein. Aber er ist am Seil. Ja, er ist am Seil. Er ist am Seil. Mach mir einen Strength Saving Throw. Kann ich? Ich habe eine Reaktion, die ich gerne auf ihn wirken würde später. Warte, mach zuerst. Also kann ich noch jemandem Guidance geben, der Strength Save macht? Passiert zu fest, zu schnell. 18. Schade. Null. Du hast null gewürfelt? Ja. Du wirst sofort mitgerissen. Ja, ich benutze meine Reaktion, um Featherfall auf uns zu wirken. Okay. Auf ihn und auf mich. Glut. 18. 18. Kann ich sie hochziehen mit 18? Ja, er hat eine 11 gewürfelt, ist nicht so schlecht. Du hältst beide hier und ziehst sie als deine Aktion nachher hoch. Gut. Dann haben wir die Reihenfolge Charlie. Okay. Du bist dran. Okay. Sehe ich überhaupt den Yeti dort oben? Von deiner Position aus nicht, nein. Okay, und zweite Frage, sehen wir die Todeskoje schon irgendwo?
Die Todesgröße ist weiter hier oben. Weiter oben, okay. Ja. Okay. Ich glaube, meine erste Intuition ist, dass Glut, die nachher jetzt hochziehen muss, zu inspirieren. Und zwar singe ich hier mit der Leier. Glut nicht klein, ging allein in die Obenwelt hinein. Schild und Morgenstern stehen hier gut, das ist unsere Glut. Ja, nice. Hey. Inspiration. Glut, du bist inspiriert. Soll ich dann gleich inspiriert? Aktion. Ich muss hier diese Bälle rannehmen. Was kann man machen? Als Bonusaktion kann man sich abschnallen, oder? Ja. Von der Seilschaft, weil jetzt sind wir immer noch befestigt. Richtig. Ihr könnt auch klettern. Oh Gott. Kann man, die Treppen wohin? Kann man gehen, oder? Das die sind Treppen kann man gehen, okay. Aber man kann auch nach oben klettern. Ja, ich glaube, ich halte die Dash-Action, sobald die Leute vor mir in der Seilschaft gehen, dann gehe ich auch in die Richtung. Okay, gut. Dann haben wir nach Charlie Driss. Driss auf der anderen Seite ruft, oh nein, oh, was ist hier los? Nimmt ihren Longbow. Sorry. Oh, Reichweite, nice. Okay. Und sie schießt einmal auf den Yeti dort oben. Das ist eine 17. Für den AC des Yetis ist das problematisch, das trifft. Ich bin ans Mikrofon gekommen, tut mir leid. hier. Ja, das sind 7 Schaden. Zweiter Angriff trifft ebenfalls. Und insgesamt 17 Schaden an den Yeti. Wenn ich meinen Stift finde. Gut. Ich finde die Vorstellung nice, wie Patz, also dort gestanden ist, gesehen hat, wie Rodrigo fällt, vielleicht noch das Seil hält und dann einfach... Das war ihr Zug. Dann Sven, du bist dran. Warte, Ramit ist vor mir. Ich glaube nicht, dass ich an ihm vorbeikomme, oder? An Ramit? Ja. Nein. Okay. Dann du musst doch daran denken, ihr seid immer noch aneinander verbunden. Ja. Okay, ich als Bonusaktion koppel ich mich. Oh Gott. Ich wollte nur schauen, ob das ein Yeti schreist. Und dann denke ja. Würde ich auch meine Aktion halten, bis er weiterläuft. Okay. Aber ich habe mich schon entkoppelt, dass er, falls er nach vorne rennen will. Okay, Ramit läuft nach vorne, sein Zug. 15, 15, 20, 25, 30. Er dasht 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay. Also ich laufe dann auch ein wenig nach vorne, ja, aber nicht so weit. Du hast so gehalten. Weit. 15, 15, 20. Ja, vielleicht bis dort, so um die Ecke, dass ich noch etwas versteckt bin. Ja. Und dann haben wir... Celsius ja. ist noch im Weg. Celsius ist noch. Genau. Das war Ramit Zug Glut. Du bist dran. Also aus meiner Aktion musste ich die hochziehen, oder? Ja. Das war eine 18. Das war, ja, ja, oder fair war genug. Das fürs Halten? Soll ich das war eigentlich mehr fürs Halten, ja. Du hast sie gehalten. Also, Weil jetzt bist du nur alleine. Vorher waren die immer in einer Gruppe, ja. Deswegen war das einfacher. Athletics. Achtzehn. Okay. Ja, reicht gerade, um die beiden hochzuziehen. Machst ein paar Schritte nach hinten. Und siehst sie dann hier nacheinander hoch. Und ich... Bonus-Action, ich mach mich los. Ah, gracias. Sehr gern, bitte fall nicht runter. Ich mach mich jetzt los. Okay. Und habe ich noch Movement? Ich renn dann nach rechts. 20 Fuß. 15, 15, 20. Das ist ja wie bei Donkey Kong, er werft immer etwas runter. Mario-mäßig. Ja, so ein Fass. Vanya für ihren Zug ist immer noch ein bisschen überfordert und geht zuerst mal hier rüber. Macht ein bisschen Platz. Rodrigo bleibt, wo er ist. Hat auch nicht... Nein, Rodrigo macht sich unsichtbar. Ja, das ist vielleicht klug. Verschwindet.
Wo ist er hin? Ich werde ihn symbolisch... Oh nein, stell dir vor, du stolperst über ihn und fällst runter ja. deswegen. Oder er fällt runter. Oh nein. Oder ja, beide fällt runter. Ja? Ja, top. Best of both worlds. Habe ich hier gerade nicht drin. Wir stellen es uns vor. Okay. Stellt euch vor. Stellt euch vor. Dein Nummer 2. Ja, stimmt. Willst du die benutzen? Sein was? Ist schon ziemlich schnell. Ja, warum nicht? Ich werfe den Rucksack hin und ihr seht aus der Kiste etwas kriegen. Also, da sieht euch Frankie rauskommen. Oh. Ja, wo willst du ihn hinsenden? Vor mir. Ein Frankie Mini. Und ja. Was? Er nimmt dann meinen Dolch und rennt ebenfalls nach oben. Ich sag dir. Wow! Oh mein Gott! Oh, er nimmt einen Dolch und geht nach oben. 15, 15, 20, 25, 30. 40 Fuß kann ich. Oh ja, stimmt. 30, 35, 40. Du hörst Ramit, der ruft. Oh, was zum Teufel ist das? Also, er mega erschreckt. Gut. Er ist ziemlich klein. Kann er zwischen seinen Beinen durchkriechen und die Dash-Action benutzen? Das ist schon 40 Fuß. Ja, aber eben 40 Fuß ist er alleine und dann wird er Dash-Action nochmal 40 Fuß. 35, 40, 45. 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ja, er kommt bis hier hin. Hallo. Step, step, step. Ja, Frankie steht dem Yeti dort oben gegenüber. Cool. Die Professorin Fahrenheit auf der anderen Seite schaut rüber, macht ein paar Schritte nach hinten. Ja, bitte gebt von dem Dings weg. Nimmt Anlauf und springt. Oh, no. Macht sie sich zuerst ab oder ist sie am Seil? Sie ist immer noch an euch befestigt. Hä? Ja, sie macht sich ab, weil sie will euch nicht mit runterziehen. Das wären voll die schlechten Vibes. Sie macht sich ab, nimmt ein kurzes Seil. Ja. Abmachen ist schon eine Bonusaktion. Ich sage, sie bereitet sich vor, sie nimmt ein Seil, bindet sich um sich rum und gibt ihr Schnur, Driss zum Rüberspringen. Sie sagt, ich will nicht auf dieser Seite bleiben, da drüben ist etwas am Passieren. Oh, ja, du bist dran. Oui, le baguette. Ich kann nicht zu Glut laufen, weil Vanya steht im Weg, oder? Oder geht's da, könnte ich vorbei? Von mir aus sieht's aus, als könntest du. Okay, ich sehe es nicht so gut. Ja, du kannst zu Glut laufen. Okay, ich laufe mal zu Glut. 15, 15, 20. Okay. Und ich ziehe sicher meinen Bogen und spanne ihn, aber ich kann nicht angreifen von da. Von der okay. Ich mache noch gerade nichts. Okay. Sonst. Muss ich Dorian aus dem Rucksack nehmen oder ist er automatisch? Wenn du der möchtest. Der hat eigentlich meine Initiative, oder? Ja. Ja, ich nehme Dorian aus dem Rucksack. Soll ich ihn platzieren? Der wäre super. Ich lege ihn hier hin, neben dich. Ja. Oder vielleicht gleich vor dich. Cuter Boy. Den hab ich. Okay. Dann ein Überraschungszug. Die Yetis. Ja. Hier aus dem Schnee löst sich Nein. ein Yeti raus. Surprise, war doch voll. Ich wollte erst da hinstellen, zum Glück habe ich nichts gemacht. Und nein, Vanya. Ja. Oh nein. Sofort greift dieser die Vanya an. Ein weiterer Yeti bricht. Schnell schauen. Die Schneemänner. Bricht hier hinter. Schneemänner, stimmt. Neben Celsius aus dem Schnee. Und greift Celsius an. Wir haben Angriffe zuerst auf Vanya. Der Yeti blickt mit seinen stahlblauen, kalten Augen Vanya an und sie macht einen Konstitutionsrettungswurf. Natural 20. Sie nimmt halben Kälteschaden. Das sind 8, 9, halbiert zu 4. Und dann zwei Angriffe mit seinen Klauen. Einmal trifft. Trifft ebenfalls. Wir haben 6 plus 5, 11 plus 8, 19 Schaden. Uff. Die Angriffe des Yetis, sie hat 18 Leben. Vanya blickt ihn an, er friert sofort, bekommt zwei Krallen in den Wamst, einmal rechts, einmal links. Der Yeti packt sie dann und klettert mit ihr nach oben. Nein. Mit der ist sie bewusstlos? Ja. Oh, shit. Nein.
Der Yeti kann, ja, Climbing Speed 40 Fuß. Haben die Yetis das heißt irgendwelche Waffen? Oder 15, sind, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ach, hätte 40. Ich da keinen Attack auf Appeltür? Hättest du, ja. Dieser hier hat die bewusstlose Vanya im Arm. Dann werde ich gerne nachschlagen. Ah. Deine Würfel heute. Vierte zwei hintereinander. Vanya ist bewusstlos, dieser Yeti verschleppt sie gerade. Dann haben wir den anderen, der greift Celsius an. Auch dieser macht einen Save gegen die kalten Augen. Schafft es ebenfalls. Halber Schaden. Ah. Haben Fehler gemacht. Sie nimmt nicht halben Schaden. Das waren wie viel insgesamt? 19 hast du mal gesagt. Gut, minus 4. Vanya lebt noch, aber sieht ziemlich schlecht aus. Oh. Weil sie nimmt gar keinen Schaden, wenn sie den Safe schafft. Und ich markiere mir hier, dass sie den Safe geschafft hat. Vanya und Celsius. Die zwei Angriffe auf Celsius treffen beide. Das sind 8 und 7 Schaden, insgesamt 15. Und dann haben wir den Celsius, der nahm 15 Schaden, oder? Ja. Ist ebenfalls gerade noch so am Leben. Ach Gott. Der Yeti hier oben nimmt einen Stein und schmeißt ihn nach Driss und Bishas Fahrenheit. Beide machen einen Dex-Safe. Ich habe eine Reaktion schon gebraucht. Beide schaffen ihn. Springen aus dem Weg. Voll. Oh, das wäre geil. Genau. Das ist dieser Stein hier. Oh, geil. Nach unten stürzt. Nächstes Mal. Okay, dann haben wir nach dem Yeti Celsius. Mhm. Dieser ist ein bisschen überfordert. Oh. Weiß gerade nicht, was tun, weil er hat nicht wirklich Kampfmagie. Ja. Dann aus dem Weg gehen. Er sagt, er macht ein paar Schritte nach hinten und ruft einfach, Söldner. Da ich ja meine Aktion gehalten habe, kann ich mit ihm den Platz wechseln in seinem Turn. Fair genug, ja, ist gut. Wächst mit ihnen Platz, könntet ihr euch um das kümmern? Und du stehst ihn direkt vor dem Yeti hin, oder was? Und weil du so ein guter Tänzer bist, machst du das, ohne dass er einen Opportunity Attack bekommen würde. Schick. Okay. Linus, du bist dran. Noah. Hattest du nicht 10? Ich hatte 10, ja. Ich hatte 13. Oh, tut mir leid. Ja, aber Lia, du warst schon dran. Du hast, ich hab gemoved, sorry. Linus. Du hast gemoved, Alter. Entschuldigung, sind so viele nach mir gekommen. Ja, da steht ja noch eine. Ja, es sind auch mega viele. Es kommen noch 20. Steht der Linus da neben mir, oder? Das ist ein Riesenarmee. Der steht neben dir, der Yeti. Ich weiß nicht mehr. Greifst du ihn an? Ich greif ihn an, ja. Okay. Schon wieder eine 2. Was ist los, ey? Nimm einen anderen. Der gehört ins Gefängnis. Da ist schon. Weg damit. Bonus Attack. Besser. Eine 17. 17 trifft. Gut. Verdammt. Fünf Schaden. Okay, das sind. Du haust dem Yeti einmal in die Seite rein. Du siehst, der Kopf dreht sich in deine Richtung. Und er Was war das? Kelvin für seinen Zug macht ein paar Schritte zur Seite neben Patzer und sagt. Ja, das ist nicht ganz meine Expertise hier. Mhm. Ich mache Kältemagie. Nochmal schnell die Dings. Hast du etwas anderes? Weil ich glaube, das nützt nicht wirklich Nein, viel. Nein, ich gegen. Glaube auch nicht. Okay. Du bist dran. du kannst weiterreden, wenn du möchtest. Ihr seid im. Ich glaube, sie schaut ihn einfach so an. Auch nicht? Nein, okay. Kurze Frage. Meine Familie ist der. In derselben Initiative wie ich, oder kriegt In derselben, Okay, ja. Weil dann würde... So habe ich das im Kopf, oder? Stimmt schon. Ich schaue es nachher nach. Denke schon. Eigentlich hat er eigene, aber... Ah, okay.
Es kommt darauf an, wie man ja, aber wir machen es einfach. Okay. Für diesen Kampf zumindest. Ja, gleich. Sie würde Mage Armor casten. Mhm. Und sie würde es auf den Vogel, damit er es zu Celsius delivered, also bringt. Oh wow! Oh wow! Das ist aber nett. Du gibst Celsius Mage Armor. Ja. Okay. Damn. An diesem Punkt unterbrechen wir aber. Wow. Wir machen hier nachher weiter. Wir nehmen Frankie auch auf die gleiche Initiative wie Sven, weil es ist einfacher. Okay. Es sind sonst schon genug Leute. Nein! Ich weiß, wir hatten den Witz schon ein paar Mal, aber Cliffhanger? Hey! Ja, hat was. Ich bin immer noch so erstaunt von dieser Battleman. Ja, die ist so geil. Das ist klasse. Wir spielen mit dieser noch weiter. Das nächste Mal. Ja, wird spannend. Wird nice. Wer geht zuerst drauf? Die Yetis. Ja, alle Yetis gleichzeitig. Ja, mal schauen. Ich habe euch nicht einfach so viele Begleiter gegeben. Die alle nicht kämpfen können, oder was? Oder die meisten? Die Professoren sind da eher ein bisschen, ja, wie sagt man? Nicht so begabt. Akademisch. Ach so. Ach nein, akademisch. Ja, an diesem Punkt steigen wir das nächste Mal ein. Für jetzt ist aber Schluss. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass wir euch das nächste Mal wieder unterhalten können, dürfen, wollen. Sollen. Alle werben. Sucht euch was aus. Hier bei uns den Dyson. Wow. Bye, bye. Bye, bye.